Premierministerin Theresa May wollte mit ihrer Brexit-Rede vergangenen Freitag für größere Klarheit sorgen. Die deutsche Wirtschaft sieht das nicht so. Und die britische? Caroline Fairbairn, wir sehen die Rede als einen großen Schritt vorwärts. Hat klar wie nie zuvor anerkannt, dass Großbritannien Abstriche machen muss. Dass zum Beispiel der Europäische Gerichtshof weiter eine Rolle spielen wird, um gemeinsame Vorschriften beizubehalten. Dass wir weiter Mitglied in EU-Agenturen bleiben sollten, etwa für Medizin oder Flugverkehr. Und dafür auch bereit sind zu zahlen. Vor allem aber ist die Zusage für einen fairen Wettbewerb wichtig. Es macht unseren europäischen Partnern enorme Sorge, dass wir uns Wettbewerbsvorteile sichern könnten. Die Regierung hat also eine ganze Reihe rote Linien aufgeweicht. Das ist ein guter Ausgangspunkt für die zweite Phase der Verhandlungen. Welt, aus Sicht der EU27 hat Theresa May ihr Prinzip des Rosinenpickens aber nicht aufgegeben. Wieso sollte die europäische Wirtschaft ein solches Angebot begrüßen? Fairbairn, wir bitten unsere Wirtschaftspartner in der EU dringend, der Rede vom Freitag gegenüber offen zu sein. Zugegeben, vorher war unklar, was Großbritannien will. Und natürlich wird den Europäern nicht alles gefallen, was darin war. Aber es ist eine Gelegenheit, den Ton und die Stimmung zu ändern. Einen produktiven Austausch zu beginnen. Ich habe jüngst in diesem Raum hier ein Treffen mit dem deutschen Industrieverband BDI und 17 deutschen Firmen gehabt. Das Interesse auf beiden Seiten an schrankenlosem Handel und globaler Wettbewerbsfähigkeit ist gleich. Welt. Für die EU27 wiegt der Schutz des EU-Binnenmarkts womöglich schwerer als Handelsbeziehungen. Wieso spricht Premier May trotzdem von branchenspezifischen Einzelvereinbarungen? Fairbairn, Mays Argument ist zutreffend, alle Verhandlungen über Freihandelsabkommen berücksichtigen einzelne Branchen und deren gegenseitige Interessen. Das kann man Rosinenpicken nennen. Ich nenne das Rosinenpicken im gegenseitigen Einverständnis. Das ist die Grundlage von Freihandelsabkommen. Und die wirklich interessante Frage wird sein, wie ein solches Abkommen aussieht, das auf Basis eines bereits komplett angeglichenen Regelwerks aufbaut. So etwas hat es noch nie gegeben. Nehmen wir den EU-Kanada-Deal. Das ist ein Abkommen, entstanden aus Distanz. Daher sollte es unsere Philosophie sein, Lösungen zu suchen in einer Welt. Die Brexit-Hardliner bestehen aber darauf, dass Großbritanniens Vorschriften und Standards abweichen sollen. Verschafft es nicht Wettbewerbsvorteile? Fairbairn, alle Umfragen unter unseren Mitgliedern belegen, dass im Gegenteil gleiche Regeln Wettbewerbsvorteile schaffen. Es mag einige wenige Bereiche geben, wo ein Abweichen wünschenswert ist. Im Januar war ich auf der China-Reise der Premierministerin dabei. Die chinesische Wirtschaft sprach die Chancen für Wachstum und Investitionen in Großbritannien an. Niemand dort sprach von Chancen durch das Aufweichen von Vorschriften oder durch ein eigenes Freihandelsabkommen. Welt, 80% der BI-Mitglieder wollten im EU-Binnenmarkt bleiben. Was bleibt ihnen jetzt? Fairbairn, in der Tat wird reibungsloser Handel außerhalb des Binnenmarkts nicht mehr möglich sein. Aber unserer Analyse zufolge kann eine Beibehaltung gleicher Rechtsvorschriften die Vorteile der Mitgliedschaft im Binnenmarkt nachbilden. Ich denke, eine solche Lösung ist wirklich vielversprechend. Wir fordern weiterhin, dass unser Land in der Zollunion bleibt. Welt. Handelsminister Liam Fox will das nicht. Er preist britische Chancen, wenn London nach dem Brexit eigene Deals machen kann. Ist das dem Realitätstest stand? Fairbairn, vielleicht in vielen Jahren. Studien belegen, dass uns der Freihandel mit Asien ein Plus von 3% und 2% mit den USA brächte. Der potenzielle Verlust liegt bei 15 bis 20%, wenn unser Zugang zum EU-Markt wegfiele.
Deutschland exportiert 4,7 mal so viel nach China wie Großbritannien, und das ohne. Und als Premier May jüngst in China war, hat die britische Wirtschaft eine ganze Reihe Aufträge geschlossen, für die es ebenfalls keine Verträge braucht. Welt: US-Präsident Donald Trump droht dem Freihandel den Kampf an. Welche Folgen kann es für ihr Land haben? Fairbairn: Wir leben in einer Welt des Wachsenden. Es ist sicher keine gute Zeit für Deals von einer Art, die wir nie zuvor schließen mussten. Selbstverständlich bleibt Großbritannien weiter bei seiner Vorreiterrolle im Werben für freien Handel. Aber es ist derzeit sicher kein einfaches Umfeld dafür. An dem Interview mit Fairbairn nahmen weitere europäische Medien teil.